Willkommen zurück zu Tales of Symphonia, Dawn of the New World. Neben mir ist Kaito immer noch und du bist Dimensio. Ja, und das mystische Gewand, was ich im letzten Part in der Truhe gefunden habe, habe ich schon an. Also das hat sich herausgestellt, wir haben es zweimal schon auf. Ja, genau, bringt da nichts. Ich gehe davon aus, dass du die Steinblöcke bewegen musst. Nee, ich gehe mal vor, dass ich das hierher. Oder? Okay, oder nicht? Was steht hier drauf? Sieht so aus, dass mir was draufsteht. Warte mal. Wir haben die Truhe schon. Die Truhe ist doch leer. Das war doch das erste, was du gefunden hast im Feuermonk. Ja, schon vergessen. Die epische Zwischensequenz in Mata. Denke ich mir mal. Ja, es sind sowieso alle dabei. Ja. Ich warte noch auf den ersten Kuss Mata und Emil. Die Celsius-Träge reicht bis hierher. Es ist möglich, dass sich diese Blume um den ganzen Tempel wickelt. Was ist denn das? Etwas, was während der Welterneuerung benutzt wurde. Ich frage mich, ob es noch funktioniert. Der Welterneuerung? Oh, du warst schon einmal hier mit Lloyd? Ja, mit Lloyd. Ich kann noch immer nicht verstehen, warum Lloyd uns seine Handlungen nicht erklärt hat. Hat er sie gerade herausgefunden? Ja. Vielleicht bin er wirklich durch den Kern des schlafenden Saturnus beeinflusst. Moin hier. Wenn ich Leute wäre, würde ich nie irgendetwas tun, was die Leute verletzen würde, die sich für mich interessieren. Emil? Das war keine Frage. Er hat so viele Freunde, die an ihn glauben, aber ihm ist das egal. Wie kann er nur? Ich verstehe nicht. Ja, so ist das. Warte mal. Ich halte dich hier hoch. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Patron? Okay, da passiert nichts, das heißt, wir müssen durch den Tunnel da hinten. Wo ist hin? Tunnel hinten! Du hast gesagt, durch den Tunnel? Hinten! Du siehst ein riesiges Loch in der Wand klaffen. Ja! Du läufst rückwärts. Dahin, wo wir schon mal gewesen sind. Das war der letzte Part, schon lange her. Der letzte Part war vor 10 Sekunden. Wie weiß ich weiß nicht, was yay! Also dann, gut. Wir sehen uns dann im ersten Part wieder, ne? Wir haben geschwert. Das ist oh, scheiße, fliegende Fische. Das wäre ein bisschen zu kurz. Ne? Okay, Fische. Betreten oder erstmal hier umgucken? Ich glaube, wir sollen uns erstmal umgucken, weil es gibt hier bestimmt Loot, den man holen kann. Welchen Weg? Rechts oder durch die Mitte? Ja, ich würde eher da gehen, wo die Killerfische sind. Guck mal, da ist eine Schatztruhe. Vielleicht kommen wir dann da raus. Genau, hab ich mir gedacht. Halt, jetzt greifst du von denen an, die Mistviecher. Oder das. Geht auch. Ich hätte mich im Kampf gestellt, weil wir sind ja jetzt alle geheilt. Untersuchen. Es scheint eine Art Sperrtür zu sein. Klingt für mich nach, wir müssen... Eis. Du willst Eis auf Eis anwenden? Nein! Genius! Ja! Man, vielleicht sollten wir doch erst durch die Mitte gehen. Vorsichtig die Fische wieder. Ich bin nicht vorbeigekommen. Ja. Du hättest jetzt auch einfach wieder zurücklaufen können, um sie auszuprobieren. Ja, wollte ich ja. Ja, aber bist du langsam gewesen, ne? Chimäre. Ich darf nicht zu dir durch. Das ist gefährlich. Heile. Heile. Sorry. Die erste Bewegung. Noch eigentlich mal die erste Bewegung. Eher erste Begegnung stand da, oder? Ach so. Ja, kann sein. Schon lange her. Lange her? Es hat gerade kurz aufgeblinkt. Vor gerade mal 10 Sekunden? Ja, genau, ich hab die Fische erledigt. Zack. Okay, gut. Zack. Ich übernehme die hier. So, und jetzt noch die beiden Möpschen hier. Ich meine, die hießen tatsächlich Möpschen, oder? Nee. Oder zweite Plopse. Bewegung. Ja, zweite Bewegung. Meine zweite Bewegung. Da auf die Fresse. Zack, zack, ja. Zack. Wieso kann man sich eigentlich nicht so richtig in den Kampf so bewegen? Man kann immer nur rechts gehen und kann dann nicht so. Wieso? Ich kann mich richtig bewegen? Ja, durch den ganzen Raum kann ich nicht gehen. Ich hab immer das Gefühl, der ist so ein. Man ist begrenzt, ja, in seinen Einschränkungen, ich weiß, aber. Oh, immer, 11. Ah, oh, ich kann wieder Auferstehung! Ich kann das wieder heißt, keine Lebenstränke mehr, super. Ich werde mal aufrüsten, ne? Ausschuss. Auf jeden Fall. Weißt du, was schützen? Ja, kannst du machen. Ja, aber hinterher treffe ich dich noch und dann muss ich dich Ricky wiederbeleben. Du hast ja noch genug Art. Du kannst ja auch das Shuttle machen, das kennt sie ja. Ja. Also wer es nicht gesehen hat, ich habe
links, von oben nach unten mit der Fernbedienung. Ja, aber sonst schlage ich den Wiking KO. Ja, dann kannst du zusehen, ja. Ja, scheiße, das war falscher Knopf. Warte mal. Eins musst du drücken. Man muss gucken. Muss ich auf Ausgang gehen? Ja, doch. Links mache ich jetzt. Ja. Links, und welchen machst du? Wo ist der? Hier Auferstehung. Boah, kostet 64. Wieder aufstehen lassen. Das ist eine Menge. 64. Ja, aber vorsichtshalber. Ja, ja, klar. Wie viel haben wir denn? Ich habe 205. Ja, das geht ja noch. Mhm. 64 ist dann akzeptable Menge, würde ich sagen. Dann müssen wir durch diese Tür tatsächlich gehen. Ich hätte vielleicht erst einmal nochmal uns alle geheilt. Wieso? Truhe. Noch fast voll. Ja, aber Truhe. Truhe. Wo war eine Truhe? Ich habe keine gesehen. Da war eine, da. Hast du sie gesehen? Ja. Ach, vielleicht kann man da gleich auch noch einsammeln. Klassisches Kern ist nicht hier. Das ist seltsam. Vielleicht war der Ladenbesitzer noch nicht hier. Ja, wenn Lloyd ihn hätte, würden wir hier wahrscheinlich eines seiner merkwürdigen Poster finden. Merkwürdige Poster? Wie kommt da drauf? Da kommt etwas! Passt auf! Oh nein. Ach du Scheiße! Was ist das? Es ist ein Ace-Elementarmonster, ein Mirka. Es muss auf der Flucht vor der Witterung hergekommen sein. Es scheint extrem aggressiv zu sein. Ach was! Das erkennt man nicht an dem leeren Blick oder den hochstehenden Haaren. Ja, natürlich. Oh, scheiße. Wir sitzen in der Falle. Die müssen versehentlich im Altar eingeschlossen worden sein. Sie sind verrückt vor Hunger. Ah ne, das war Tenebrae. Und los geht's. Oh mein Gott. Ich kann ja jetzt wiederbeleben. Ich hoffe, es sind nur die zwei. Also, dann sind nur die zwei. Oh, der schwächt mich mit dem. Oh, sei vorsichtig, Martha. Ich meine, Dimension. Der kann dich mit seinem Angriff. Es tut mir leid, ich muss angreifen. Die erste Bewegung. Da steht doch Bewegung. Was meinst du mit Begegnung? Ich habe immer Begegnung gelesen. Ja, da wurde ich so wirklich verwirrt. Hilfe! Hilfe! Ich bin dabei! Hilfe! Ich bin betäubt! Rückwärts! Rückwärts! Oh, die sind echt langsam. Das geht. Oh, ich kann nicht hier nach links gehen. Ja, ich seh's. Bleib weg, die sind zu gefährlich. Ich lock den einen etwa weg. Außerdem hast du doch, hast du doch Kreise. Kannst du sie nicht werfen oder was? Du müsstest doch auch so in der Ferne auch angreifen können. Los, du kannst jetzt angreifen. Ja, ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Okay, die sind aber wirklich langsam, ne? Die sind echt langsam, glücklicherweise. Wahrscheinlich, weil sie so stark sind. Komm, du musst dich nur auf den Einkommen ziehen, wenn ich hier weglocke. Was machst du jetzt? Kannst du ja beide haben. Weil sie beide nebeneinander stehen. Das Red ist halt eben ein bisschen länger. Tut mir leid. Weg, weg, weg. Ja. Ja, kannst du ich wieder. Ich muss sie anlocken. Ich muss sie hier. Der. Der. Oh nein. Was ist sie? Nein, lass den Drachen in Ruhe. Aber ich hab dich. Hast du mich gerippt? Ich wurde erwischt. Nee. Oh, ich schnell das ist ein Tank. Meine Güte. Scheiß auf mich. Wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Nein. Sehr scheiße, aber da haben wir ja einen Heil dran. Ja, so gut. Ist auf jeden Fall. Jetzt hat. Wir haben. Achso, ach, da war ein Speicherpunkt. Deshalb haben wir wieder volle ja, CP. Ja, genau. Das war gut. Bleib weg von Martha. Die gehört mir. Schau ich ein bisschen an. Was hat denn die Spezialattacke an? Achso, soll ich? Okay. Dritte Begegnung. Ja, das ist sehr gut, dass das gemacht hat. Ich muss jetzt hier scheiße. Ja, bin dabei. Was wird denn da? Komm, gleich haben wir den einen. Okay, einer weg. Einer ist schon mal weg, der ist gut. Ich heile mich mal einmal hin. Kurz.
Ja, mach das, mach das, mach das. Während wir haben den hier unter Kontrolle, wir haben den hier unter Kontrolle. Zu dritt gegen einen ist leicht. Ja. Komm her! Aber so, ja, ich glaube, mit dem Wolf hätten wir es gar nicht geschafft, mit der Spinne. Nee, die sind noch nicht stark genug dafür gewesen. Okay. Teufelsrachen. Gesehen, Tropf. Wasser ist vielleicht nicht ganz so effektiv gegen Eis, aber... Ja, immerhin. Ja, puh. Oh, Level 22, 22, 12, 12. Oh, Level 12 sind die schon. Ja, ich sag doch, es geht fixer jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei Monsterstärke kann man geben wahrscheinlich mehr Erfahrungspunkte. Ja. Eine Sekunde lang dachte ich, wir wären Mittagessen. Ja, du hast recht. Ja, mich, ich wäre morgens wieder das gegessen. Ja. Aber irgendwie tut es mir leid. Die haben auch nicht darum gebeten, hier eingesperrt zu werden. Emil, du bist mir ein Rätsel. Obwohl du Angst vor Monstern hast, scheinst du doch Sympathien für sie zu entwickeln. Ich weiß, ich klinge wie ein Schwächling, aber ich mag das Kämpfen und dergleichen einfach nicht. Ja, sogar der Hauptprotagonist. Martha ist eigentlich nur so ein Nebencharakter. Ja, ja, eigentlich geht's alles um Emil, oder? Ja, im Grunde schon. Nein, hör auf! Genau das gefällt mir an dir. Ich kämpfe nur, wenn es die allerletzte Situation ist. Nebenbei bemerkt, mich beschäftigt etwas. Was ist das? Das ist schon die dritte Stimme, die du für ihn benutzt. Ich glaube, man hat uns hereingelegt. Ja, die beste Stimme kann ich immer noch für Martha, aber da habe ich immer, da weiß ich, wie ich dich spreche. Was meinst du damit? Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass der Besitzer nicht gelogen hat. Ja, der Besitzer des Zubehörladens von Flangois hat uns bei der Reise der Weltneuerung geholfen. Es war nicht der alte Mann, den wir heute gesehen haben. Weißt, er ist nicht echt? Achso, doch, das bin ich. Okay, du meinst, er ist nicht echt? Das ist dann ist Glaciers Kern? Ach, das ist das, weil der Tengebrill, der spricht? Nee, ich dachte, er ist der Mater. Ich bin mir sicher, jemand aus dem Zubehörladen hat Glaciers Kern mitgenommen. Die Reinigung gegen Glaciers ist beobachtet haben. Aber ob sie ihn wieder hierher bringen, ist eine andere Frage. Aber warum sollte uns jemand deswegen anlügen? Vielleicht hat sich sie hinter... Vielleicht sind sie hinter deinem Rathauskern her, Lady Martha. Wenn du recht hast, müssen wir so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ja. Beeilen wir uns. Das kann man wenigstens kontrollieren. Denk an die Truhe, denk an die Truhe. So, ich dachte, hier kann da man was machen. Truhe. Wo kann man jetzt auch mal einsammeln? Leichte Handschauer erhalten, ja, vielleicht hätten wir... Der wird, glaube ich, nicht viel Ausrüstung bringen. Kampf gebrauchen. Ausrüstung. Stimmt vom Arm. Nee, von mir. Oder? Ich muss es ja grün angezeigt haben. Leichte Handschauer, zeig mal. Oh, die verbessern. Verstärkt Kampf und Stuhl, das Treffer auszuhauen. Okay. Ja. Nehme ich. Hätten wir für den Kampf jetzt gut gebrauchen können. Ja, aber wir haben besser. Das geschafft. Später als nie. Ja. Ich habe es ja rechtzeitig gesehen, auch die Ruhe. Okay. Ja. Oh. Ist nun. Cutscene. Schwarzer Bildschirm. Lade. Ah ja. Wer spricht der? Ich weiß jetzt nicht. Mach Alice. Ich ja, Martha. Ja, aber wenn es Alice ist, spreche ich die weiter. Ja, ist doch egal. Achso. Ein Unbekannter. Martha, es tut mir leid. Papa? Oh, cool. Ich würde nicht hinterher gehen. Papa? Martha, dein Vater ist hier? An diesem Ort? Das ist eine Falle. Martha, komm zu mir. Ich möchte mich entschuldigen. Das ist doch definitiv eine Falle. Also wenn das nicht eine Falle ist... Wirklich? Und du lässt mich ausreden? Martha, warte, das ist bestimmt eine... etwas... Ich sehe schon vor mir, nicht. Martha verlässt die Gruppe. Da stimmt etwas nicht. glaube ich nicht. Ja, aber ich bin schon mal vorgekommen. Oh, okay. Doch, Martha verlässt die Gruppe. Martha, geht es dir gut? Verdammt, wir müssen das einreißen. Warte, hinter dir. Vanguard. Ihr seid hinter Rathaus gegangen, ja. Wir haben keine Verwendung für euch. Steh ab. Jetzt ich hab keine Ahnung, mal Regeln mit, oder was? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir kämpfen nur unsere Monster mit, oder? Get ready.
Oh, unser Wolf ist mit dabei. Warum kann ich mich nicht bewegen? Weil du bist hier, Ich bin der Wolf? Ich bin der Wolf? Ja, weil Martha weg ist wahrscheinlich. Und ich bin ja jetzt Spieler 1 wieder. Und der heilt sich. Au, ich bin nicht der Wolf. Ich bin nicht der Wolf. Ich spiel gar nicht mehr. Einer schon mal weg. Da hinten. Ach, das ist eine Heilerin. Schalt die Heilerin aus. Ja, genau. Ich muss nämlich da richtig, Ich kann aber nicht verteidigen. Oh, hier besser Attacken drauf. Ich bin nicht genau. Ehrlich. So schleudern ist Spezialangriff, genau. Oh. Achso. Und dann drücke A, B gleichzeitig. Für die erste Bewegung. A, B, hier, da. Alle Tasten auf einmal. Einfach. Mach einfach. Ja, ach, das stimmt auch. Oh. Okay, gut. Also der Wolf hat sie gepackt. Mhm. Schwarzer Wolf, vorwärts. Pass. Die Schildkröte. Batz, batz, batz. Aber kannst du da wirklich keinen bewegen? Achso, das sind alles jetzt Monster. Das sind alles Monster, ne? Ich kann da nichts machen. Ich dachte, Regel kämpft mich. Ich glaube, auch wenn Regel dabei gewesen wäre, hätte ich den auch nicht steuern können. Wahrscheinlich, ne? Ist ja auch ein Non-Player-Charakter eigentlich. Wahrscheinlich, wenn wir den an vierte Stelle gepackt hätten, dann. Ja. Was sollen wir tun? Martha ist in Gefahr. Lady Martha stirbt, wenn man ihr Rattas aus dem Kern wegnimmt. Ihr Bein. Ja, zurück. Jetzt holt er bestimmt einmal aus und das Fenster springen. In Ordnung. Achtung! Er stirbt da wahrscheinlich auch dabei. One Punch! Oh nee, das war mir Kamehameha. Ja. Wow! Warum nutzt du diese zerstörerische Kraft nicht im Kampf? Ich glaube, das Projekt wäre sofort abgebrochen, wenn Mara jetzt sterben würde. Ich kenn Bock mehr. Das kann ja nicht sein, die kommen ja am Ende noch zu... Oh, ich spoiler, nein. Ich habe beschworen, dass ich meine Hände nie wieder zu Werkzeugen des Todes machen werde. Was heißt nie wieder? Vor langer Zeit starb die Frau, die ich liebte, durch meine eigenen Hände. Oh mein Gott. Verachte mich, wenn du willst. Im Moment müssen wir Martha retten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jemals so etwas tun könntest. Es muss einen guten Grund gegeben haben für das, was du getan hast. Und auch wenn du jemanden getötet hast, auch ich habe zahllose Menschen verletzt, unter dem Vorwand, mich selbst zu schützen. Meine Güte, Emil. Emil? Das ist keine Frage. Ja, ich kann das halt nicht, diese Schöpfungstelle. Da ist aber Emil, keine Richter und ich. Regal hat die Person, die er liebte, mit einem Händen getötet. Ich frage mich, wie das geschehen ist. Falls es einfach so kam, zwischen Richter und mir kommen sollte, werde ich dann überhaupt dazu in der Lage sein? Moment, das sollte nicht etwa heißen, dass ich Richter liebe oder so. Ich meine, das ist ganz so gar nicht so. Nein, dass ich vielleicht etwas gegen ihn hätte. Ich hatte ihn ausgesprochen gern, aber ich weiß doch nicht einmal mehr, was ich denke. Hier, stimmt was nicht? Was? Nein, mir geht es gut. So, musstest du fast alles lesen? Ja, aber ich hab's fast hingekriegt auch. Nee, lass dich nicht wieder von den Fischen anfassen. Du kannst eh nicht mitkämpfen, ich bin gegen die Alleine angekommen. Ja, meine ich ja. Genau deswegen. Ich kann dir aber auch den Controller weiterreichen. Oh. Oh, das sieht aus wie Richters Hand. Oh ja, oh nein. Ja, dann sprichst du ja auch, ne? Ja. Die Stimme war ja nochmal. Richter, bitte hör auf. Du hast mich also gefunden, Emir. Ich wollte nicht, dass du das hier siehst, aber anscheinend habe ich keine Wahl. Ich lass dich nicht in Meisters Richters Weg treten. Eis die Regel los. Eis die Regel los, ja, hab ich nicht gelesen rechtzeitig. Ach so. war zu schnell. Okay. Oh, shitty titty. Aber ich habe wieder nichts tun, ne? Okay. Ist klar, komm. Immer ein Riff! Alle, töt dich! Und wenn wir geben, wo wir geben, ist B und zack, zack. Weißt du was? Denk an du kannst doch besser kämpfen als ich. Ich kenne mich nicht aus. Du kannst heilen, das stimmt. Ich kack da wahrscheinlich so. Ab. Gibt da vor allem Objekt, ne? Und der Drache stirbt, ja, der Boss ist schon tot. Ich seh's. Okay. Ach, irgendwie. Auf dich selber, habe ich gesagt. Was auf
mich selber? Wieso das denn? Ja, weil du doch fast tot bist. Weil jetzt mal ein Apfelgummi auf dich selber, sonst sterben wir. Du mich abgespeichert. Ich kann mich schon zurücklegen. Erste Bewegung. Nee, du stirbst, Kaito. Ja, ja, ja. Kalte Dusche. Das ist bei mir das Wesen, aber irgendwie nicht so wirklich. Oh. Heilen! Ja, ich hab's gesehen. Dafür bist du eigentlich immer zuständig. Ja, ich bin nicht da. Tut mir leid. Nee. KP und TP. Beides. Wiederbelebt man den Monster da. Ja. Ich hätte gerne alleine, wenn die. Des Friedens. Am besten. Scheiße, wenn ich nicht dabei bin, ne? Ja. Der von die werden jetzt alle noch auf Level 25. Wo sitzt der mit uns? Sie ja nicht. Das ist ja keiner von ihnen auf Level 25. Doch, der Wolf. Ach, der Wolf, der ist ja gar nicht mehr der Wolf. Der Wolf ist nicht mehr, nein. Der einzige, der am höchsten ist, ist die Schildkröte zurzeit. Und die ist gerade drauf. Deswegen ist der auch schon tot, der Wolf. Ja. Boah, Wix, was ist denn das hier? Jetzt kommt er von allen Seiten. Oh, ich muss mich treffen, heilen. Der tut mir leid. Muss man Abstand gewinnen? Ich hab nur noch einen Gegner. Irgendjemand hat Fliege auf mich angewandt. Ich weiß nicht, aber ich werde jetzt erstmal die Schildkröte wiederholen. Den Wolf nicht? Die Schildkröte hält leider am meisten aus von allen. Deswegen hole ich die Schildkröte wieder. So. Bitte. Wir sollten dringend einkaufen nehmen, um wieder in die Stadt zu kommen. Wolf, komm zurück. Das ist ja nur der letzte, ne? Nein, nein, da sind noch zwei. Diese scheiß Heilerin und da hinten ist auch noch eine. Zweite Begegnung. Boah, das ist aber ein richtig harter Kampf. Ja, ohne Martha ist scheiße. Ja. Oh, Mann. Stirb, Schlampe. Stirb endlich. Okay, jetzt nur noch die und dann die Heilerin noch. Stirb. Ja, ich sehe es. Jetzt bin ich ja eigentlich immer dafür verantwortlich. Aber du kannst besser kämpfen mit ihm als ich, weißt du? Soll ich das denn schaffen? Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Jetzt gehen auch so langsam die Objekte aus, ne? Des Lebens. Wohltrank des Lebens eigentlich nicht so. Scheiß drauf, der Wolf stirbt eh gleich sofort wieder. Ja, ich weiß, deswegen breche ich es jetzt auf. Halt des Lebens kannst du noch nicht einsetzen, ne? Achso. Apfelgummi. Leben für die Schildkröte, damit ich hier weiterlebe. Scheiße, der Ich glaube, wir sollten den Part beenden. Nein. Nein, das geht nicht. Wir sind hier mit im Kampf. Ja, das geht überhaupt nicht. Da ist der Part ein bisschen länger jetzt, ne? Die Dampfen, jetzt kommt der Drache zurück. Drache, er stirbt. Ja, Hauptsache, du guckst immer das auch, aber ich kann ja, ja auch darauf achten. So, jetzt aber. Jetzt unterstützender Angriff. Kalte Dusche. Ja, sowas kann ich nicht einsetzen. Ich habe keine Ahnung, wie das Scheiß da funktioniert. Zum Segen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich drücke irgendwelche Knöpfe. Ach so, ja? Ich dachte, du drückst immer so die kombinierte, wie bei Tekken hier, immer diese Kombination da. XX Kreis Quadrat und Scheiße. Darf ich daran erinnern, dass du dich mich in Tekken besiegt hast? So, jetzt ist die Heilerin auch weg. Ja. Okay, du hast Level 23 erreicht. Okay. Bist du wieder dran? Ich hoffe, jetzt kommt hier noch ein Kampf. Kommt gleich um Endboss, verstehst du? Also, ich kann weiter drücken. Oh nein. Hat er etwa. Ach, der war ja die ganze Zeit hinter Martha her. Ja. Oh oh.
Zeit für Super Saiyajin-Modus. Martha! Oh nein, jetzt hat er jetzt wirklich tot. Ist alle hinter dem her, ne? Du Bastard, wie konntest du? Wie konntest du Martha das antun? Oh nein, jetzt wird's ja erstmal lange Zeit nicht mehr dabei sein. Scheiße. Verdammt. Wenn ich mehr Macht hätte, hätte ich es verhindern können. Wenn ich immer ich gewesen wäre, dann wäre das nie hier passiert. Du solltest sie dir gut ansehen, bevor du anfängst zu weinen. Diese Stimme. Ach so, das war gar nicht hier. Das war nicht Rika. Ich dachte schon. Ja, dann mach du. Also, Shayna, Feuerfischi, zu euren Diensten. Und Martha, Lualdi, die liebliche Schönheit, die von den Toten wieder auferstanden ist. Denke ich mal schon. Was ist hier passiert? Martha. Martha, ein Glück. Du bist in Sicherheit. No. Tut mir leid, dass ich dir das angetan habe, Emil. Aber wer ist denn diese Leiche? Eine Kunoichi. Es ist eine Ninja-Technik. Eine Ninja-Technik. Aber nicht vom Opa. Danke für deine Hilfe. Also, danke für deine Hilfe, Shayna. Aber sag mir, wie kommst du in den Tempel des Eises? Ich kam, um die entführten Bewohner von Flanoa zu retten. Entführt? Was hier euch ein wenig zur Hand. Ihr wisst, dass Flanoa angegriffen wird. Oh ja. Während des Angriffs entführten die Vanguard-Soldaten die Familie, die im Zubehörladen arbeitet. Ich habe ihre Spuren bis hierher verfolgt. Dann waren also das als Nachahmer? Was meinst du damit? Ich habe keine Ahnung, ich spreche nicht. Anscheinend war die Entführung Teil des großen Plans, um hierher zu locken. Uns hierher zu locken, achso. Vielleicht sollten wir die Diskussion woanders fortsetzen. Es wäre gefährlich für uns, wenn wir zu lange hier bleiben. Was ist das für ein Ding? Ich bin Tenebrae, entzückt, ganz bestimmt. Also was immer du bist, du hast ganz bestimmt recht. Wir sollten gehen. Das sieht aber auch creepy aus. Der Prüfer von hin könnte bemerken, dass er sich bei dem Kern nicht um das Echte handelt. Ich glaube, dann sollten wir lieber nicht hier sein. Oh. Das hat auch sie gesagt. Martha ist der Topf vorbeigetreten. Schädel. Auch? Okay. Ist auch, okay. Eine Kunoichi? Oh ja, bitte. Bitte. Die gehört mir. Klar. Ja, aber kannst du ja auch sprechen. Willst du sie sprechen? Ja, wir haben ja recht. Okay, kannst du mal eine Frauenrolle. Jetzt war eben... Ja, schon klar. Ist ja egal jetzt eben. Leichte so, Brustplatte. Das ist, glaube ich, kannst du dir aber nehmen, du willst. Ja, aber du solltest die Aufstellung wieder an, dass Martha wieder Erster ist. Damit du nicht wieder Igel bist. Genau, mach ich auch. Ja, dann mach das. Ja. So, jetzt muss ich eben gucken hier, weil es kann ja sein... Dass das wieder vergessen wurde. Genau, ja, ist auch. Manuel. Okay. Ey, das bin ich. Manuel. Ja, du auch Manuel. Das ja, aber was mit deinen Fähigkeiten? Sind die noch ausgerüstet? Deine Heilungsdinger? Müssten eigentlich. Nee. Das ist genau das meinte ich. Deswegen hasse ich das, wenn Martha weggeht. Arzten, ihr kommt dann. Leben. Hier kommt dann. Wiederbeleben. Wiederauferstehen. Du hast auch gar keine von deinen Angriffen auf diesen Tasten, ne? Nö, ich hab gar keine Angriffe. Nee, ich weiß. Wofür? Weiß ich nicht. Ist zu viel. Ja, greif an, von hinten. Wir kommen ja sowieso nicht an ihn vorbei. Doch, ihr habt mir vorhin vorbei gegangen. Nein, der dreht da oben wieder um, hab ich gerade gesehen. Auf der Treppe. Du kannst dich auch bewegen? Ja, ich kann mich bewegen. Und ich kann jetzt wieder. Du kannst wieder zaubern, hoffe ich. Ja, heilst du schon? Okay. Also ist das tausendmal besser mit Martha dabei. Boah, das wäre ja scheiße, wenn die gestorben wäre. Boah, dann hätte ich. Ja, das kann auch nicht sein, ganz ehrlich. Das ist ja dieses typische.
japanische Rollenspiel, wo die zwei Hauptcharaktere am Ende wahrscheinlich wieder zusammenkommen werden. Man kann ja nicht sein, dass das zwischendurch mit. Ich hoffe stirbt. Ja immer noch auf eine Liebesgeschichte zwischen Baby und Martha, dass sie immer mal ein Paar werden. Doch, hab ich doch gesagt, das ist typisch. Ja, ich kann nicht heile, wenn du so eine Scheiße da. Er hat mich gerade ziemlich in der Mangel gehabt und ich wollte ja nicht loswerden. Aber jetzt stirbst du, dann ist dein Dank eigentlich schuld, auch weil du schon bewegt hast. Oh nein, alles klar. Also jetzt einfach mal. So, ja. Ja, okay, jetzt kannst du wieder hier was machen, was du willst. Du saßt auf dem Zauberbuch. Achso, du bist gerade Krankheit, oder? Ja, Zauberbuch, weil ich meinen Spruch ready habe, glaube ich. Ja? Ich glaube nicht, dass ich irgendein Statusproblem habe zur Zeit, wissen? So, der Drache kann auch einen Zauber einsetzen. Der hat gerade einen Zauber eingesetzt. Ja, ja, klar. Monster können auch Zauber einsetzen. Wie sieht das aus? Entschuldigung. Ja, ist mir egal. Jetzt kannst du ja halt. Wahlstrom hast du gemacht. Und ich glaube, wir sollten den Part jetzt mal beenden. Ja, auf jeden Fall. Wasserwiderstand der Herden, okay. Oh, lass uns versuchen. Okay. Und mit dem Wehrdrachen, bitte. Ja, Wehrdrachen, das zeige ich euch noch. Und dann versuchen wir es zumindest. Boah, da ist der Part mal jetzt richtig lang. Freut euch, ihr kriegt einen extra Extended Part diesmal. Ja. Okay, komm. Komm auf die dunkle Seite. Ja. Oh, der ist beigetreten sogar. Wow, Das ist gut, ich glaube, das ist... Schatschi, scheiß Keto, da. Bastet ist nur auf 1. Ach nee. Was, wir wollen die doch nicht austauschen, oder? Ah, lass mal, oder? Ja, ja. Wofür müssen wir das denn überhaupt machen? Ja, er gehört jetzt zu unserem Team irgendwie, aber wir können ihn halt eben dann später noch benutzen. Falls wir wegen Pokémon alle fangen wollen. Können wir wirklich? Den haben wir, den hätten wir direkt. Ja, wir haben wir ins Tagebuch gelegt oder sowas. Den können wir da wieder rausholen. Ja, wie ist das? Ich meine schon. So. Nee. Ja, entweder ins Tagebuch oder ins Monsterbuch, was weiß ich. Nee, da sind wir wie gesehen. Können die ja nicht rausholen. Hä? Nee, wir können nur die wir haben. Dann ist egal. Ach, scheißegal. Auf jeden Fall beenden wir ein paar. Und wir sehen uns dann. In einem weiteren Let's Play wieder. Warum bist du weitergelaufen? Achso. Okay. Jetzt müssen wir es zeigen. Ja. Mann. Okay, dann zeigen wir die Sequenz nur. Ja, okay, dann beenden wir ab jetzt hier. Mal sehen. Du bist Emir, stimmt's?